Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dishonored 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist sehr schlimm, hier irgendwie was kurz anzusagen. Oh, 20.000 Coins. Es ist sehr schlimm, hier irgendwas anzusagen, denn die labern die ganze Zeit, geben auch schon so ein bisschen Hinweise, wie zum Beispiel, hey, dein Gesicht ist verdeckt, das wird der Wache nicht gefallen. Das ist klar, wir wollen natürlich auch nicht vorne bei der Wache rein, sondern uns gegebenenfalls dann um die Wachen herumschleichen. Hier seht ihr übrigens auch... Oh... Hier seht ihr übrigens auch die Wale. Für die Leute, die das nicht wissen, das ist für die auch sozusagen... Der... War das der Treibstoff oder auch Energie? Wie war das nochmal genau? Was war dein Anteil, Brains? Ihr feigen Händler seid ich alle klein. Du niemals vergisst, wer du bist. Ja. Und wer du sein kannst. Wie stecke ich das Ganze nochmal weg jetzt? Halt die Luft an, Maya. Ich hab den Kerl so satt. Auf ihn! Ramus, du Lump. Falsche Drecksau! Verrät's! Prügelt euch! Das war's. Das warst du. Du bist schuld. Oh, was geht denn jetzt ab? Eine Leiche? Hier? Was? Was geht denn jetzt ab? Ich bin Zirconia. Durch und durch. Hab immer hier gelebt. Okay, Homie. Alles klar, Junge. Ja, also, ja, ich glaube, das war Energie und auch Treibstoff. Unter anderem die Maschinen werden, glaube ich, von diesem Walöl betrieben. War das nicht so? Oder laber ich jetzt Scheiße? Fuck. Mann, Dishonored ist auch schon wieder 4 Jahre her. Ich glaube, das kam 2012 raus. Seitdem habe ich, keine Ahnung, 200 Spiele gezockt. 100 durch oder so davon. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es doch einfach nicht mehr. Aufgrund der vom ehemaligen kaiserlichen Schutzherrn Corvo Antano ausgeführten politischen Attentate. Was ist das? Schwarzhändler. Wie lange, mein Herz? Wie lange muss ich dieses Schattendasein fristen? Alter, sind hier Runen am Start. Was ist denn jetzt hier los, Leute? Oh, shit. Die Tür ist blockiert. Ist es Fluch oder Segen, nach dem Tod in der Welt zu bleiben? Ich bin dabei, aber bewegt euch langsam. Und haltet euch von den Nestern fern. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Hier ist so viel auf einen Schlag wieder. Oh Mann. Ah, hier kann man auch locker flockig hoch. Dann holen wir uns erstmal das. Die Rune. Komm her. Ich muss mal schlafen. Ein Untergrundmarkt. Illegaler Handel bedeutet Waffen und Munition. Nicht wahr? Oh, du kleine Sau! Die Neuigkeiten sind wohl nicht so gut. Die sollten es wie ich machen. Einfach nicht lesen. Du kleine Sau, du. Was, Springmine? Du kleine Sau. Wir brauchen die Rune, das ist ja klar, oder? Was ist das denn? Versunkene Vorräte. Was will er dafür? 400. Oh. Blöd, Mann. Mal sehen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Okay. Ja, können wir uns alles leider nicht leisten. Nicht genug Geld? Richtig. Nicht genug Geld. Naja. Gut, Leute. Ich weiß noch gar nicht, wie lange das noch geht. Ich hatte ja eh, wie immer, von Anfang an gesagt, ich guck mal, wie das läuft, das ganze Projekt hier. Und entscheide dann selbst, wie ich da Bock drauf habe. Deswegen, na, vielleicht wird's dann ein kleines, längeres angezockt, damit ihr noch einen guten Eindruck bekommt. Aber ich glaube, man hat jetzt schon einen kleinen Eindruck bekommen, wie das Spiel ablaufen würde. Ich kann ja nur empfehlen, wer irgendwie Interesse hat an dem zweiten Teil. Ich glaube, ich weiß gar nicht, es gibt auch Editionen, wo der erste Teil mit drin ist beim zweiten. Es gibt allerdings auch die Definitive Edition vom ersten Teil. Ist so eine kleine
Ja, okay, eine Remastered ist das jetzt nicht. Das ist einfach nur so wie bei so vielen anderen Spielen, die auf der PS4 und Xbox One rausgekommen sind. Das ist einfach nur noch ein bisschen bessere Frames und ein bisschen bessere Texturen. Gibt es allerdings, ich weiß nicht, was wird das heutzutage noch kosten? Jetzt ist auch schon wieder ein paar Monate draußen. Boah, lass mich das kurz einschätzen. Money vielleicht? 15? Weiß ich nicht, gebraucht wahrscheinlich so 10 bis 15 Euro. Kann man nicht vorstellen, dass es teurer ist. Also wer da Interesse hat, irgendwie da reinzukommen, ihr solltet sowieso den ersten Teil gezockt haben oder gesehen haben. Und wer da selber ein bisschen zocken will, sollte sich den ersten vielleicht erstmal holen und dann gucken, ob das einem gefällt. Weil sowohl das Hauptspiel ist sehr geil, als auch die beiden DLCs dazu. Ja? Also kann ich nur empfehlen. Kann ich nur echt empfehlen. Spiel auf deiner Art, Teil 2. Eine Lichtwand ist ein gefährliches Sicherheitssystem aus der Zeit der Rattenplage. Wenn ich auf sie abgestimmt ist, verbrennt beim Durchtreten zu Asche. Diese Lichtwand wird von einer Windmühle mit Energie versorgt. Andere besitzen hierfür entfernbare Walöltanks. Genau so. Das meinte ich doch. Walöl ist auch für die Energie zuständig. Du kannst diese Lichtwand auf vielfältige Art und Weise umgehen. Halte die Windmühle an, um ihre Stromversorgung zu kappen. Erkunde Wohnungen in der Nähe, um einen alternativen Weg zu finden. Meistere das von Blutfliegen infizierte Gebäude hinten in der Nähe des Anlegers. Beherrsche eine Ratte und finde einen kleinen Durchgang. Kletter durch das Fenster über der Lichtwand. Das halbe Kaiserreich ist mir auf den Fersen. Ich freue mich fast auf den Kampf, wenn sie mich erwischen. Bitte, ich musste es tun. Bitte? Zu spät dafür, Apollo. Rate, was jetzt passiert. Nein. Oder habt ihr es gesehen? So werden wir spitzellos. Vergiss nicht, wenn dich jemand fragt, er ist durchgerannt. Klar, war zu schnell für uns. Ja, der war zu schnell für euch. Auf jeden Fall war er das. Auf jetzt hier. Hey, wie läuft's da oben mit der Windmühle? Alles klar? Hey Fischmann, genug Elektrizität da. Gut, gefällt mir besser als die Walöltanks zu benutzen. Der Wind geht nicht aus. Solange die Windmühle funktioniert, die gehen auch oft kaputt, nur eben anders. Und sie überlasten manchmal auch. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Stark wird? In einem Sturm? Genau. Wenn das passiert, willst du nicht zu nahe an der Lichtwand stehen. Ja, das wäre ungut. Hat man irgendwie eine Möglichkeit hier vielleicht da oben oder so? Ist das irgendwie ein Weg? Nee, das ist gar nichts. Wir müssen mal gucken, wie wir da hochgehen. Ich überlege gerade, das Windrad auszuschalten. Serkonische Mitbürger, während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Er sieht mich gleich. Ihr Blutfliegenproblem ist das schwerwiegendste in jüngster Zeit. Falls Sie Nester oder befallene Leichen vorfinden, rühren Sie sie nicht an. Versuche, die Begräbnisriten des Jedermannsordens durchzuführen, werden hart bestraft. Wenden Sie sich umgehend an die serkonische Garde. Die Gardisten vor Ort werden sich um die Situation kümmern und eine entscheiden. Nacht im Puff. Eine einzige. Oh Junge. Überall Schanker. Ich weiß genau, was du meinst. Okay. Das hat niemand gesehen. Sauber. Du kleine Mistsau. Ja, ist ja gut, Captain Tsubasa. Das ist die deutsche Synchronstimme von Captain Tsubasa. Es ist so geil, ey. Und den habe ich vor keine Ahnung wie vielen Jahren gehört. Immer nach der Schule. Also, ich meine natürlich, als ich in der 4. Klasse war, das war vor 3 Jahren ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich kann noch nicht so gut rechnen. Okay, jetzt ist die Frage, wie schaltet man das genau aus jetzt hier? Muss man da raufklettern oder muss man hier unten irgendwas ausschalten? Versuche die Garde an ihren Pflichten zu hindern, ziehen die Anwendung von Gewalt nach sich. Beschwerden über das Verhalten der Garde sollten sie an den nächsten Gardisten richten.
Aua. Kann man da irgendwie auf den Vorsprung rauf? Nein, man kann nicht. Man kann sich da nicht festhalten. Wie soll ich das Rad anhalten, Leute? Stell mich so dumm an wieder. Oh, hier ist auch noch was. Kamaka versinkt in Finsternis, Hass und Korruption. Ich wünschte, es wäre anders. Oh, fuck! Kann es sein, dass ich eine Zivilistin getötet habe? Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid! Ich habe gar nicht realisiert, dass er mich entdeckt hat. Da ging die Action schon los. Entschuldigung. Sei gründlich, Bruder. Vergiss nicht, dass das Weltliche sich gern versteckt. Ach, guck mal, hier können wir auch einfach durchklettern. Das ist ja sogar noch easier. Der Geist ist von Nebel umgeben. Haben die gerade hier ausgeräumt oder so, die Bude? Scheiße. Ich wollte schon wieder nicht schlafen. Vielleicht probiere ich eine von diesen Schlaftinkturen. Okay, Moment. Ich mach das jetzt einfach. Nicht billig. Ich mach das einfach so. So. Holy moly. So, da haben wir was. Da haben wir was. Lieber Bruder Harold. Wer das lesen möchte, kann ja einfach kurz pausieren. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ja. Es gibt hier mehr als nur Korruption und Leid. Verzweifle nicht. Ach, guck mal da. Oh. Was ist denn jetzt los? Ein Bild vom Outsider? Ich habe so manche Stadt verkommen sehen, die Fäulnis gerochen. Wie du. Vor 15 Jahren in Dunwall. Vermisst du es? Wow. Das Jahr, in dem du zu dem wurdest, was du jetzt bist? Streit es nicht ab. Überall Ratten, schwarzer Rauch und brennende Leichen. Eine Stadt, die um Hilfe schreit. Es geschieht wieder. Willkommen zurück. Willkommen zu Hause. Menschen wie du und der Kronenmeuchler sind Teil solcher Orte. Ey, Outsidey, was soll denn das? Warum bist du so drauf? Was hab ich dir denn getan, ey? Ist übel. Ich meine, der war ja schon immer ein bisschen creepy, aber ich weiß nicht, der ist so ein bisschen. Irgendwo hustet ein Bergarbeiterblut. Aggressiver drauf. Er verschweigt es seiner Frau. Willst du auch sie töten? Diese Stadt ist ein Ort der Reichen. Aber nicht jeder kann am Festtisch sitzen. Das ist korrekt. Gibt's hier noch irgendwie. Oh. Das bringt nochmal ein bisschen Bares. Gibt's noch hier ansonsten irgendwas zum Einsammeln? Da wird zwar keiner mehr geweckt, aber ich stelle trotzdem einfach den Wecker und es ist Wochenende. Lalalala. Brauchen Sie was? So, gucken wir mal ganz kurz ins Kräftemenü. Ins Knochen-Artefakt-Menü. Und zwar Flinkerpirsche haben wir bekommen. Das wurde ja auch angezeigt.
Du bewegst dich mit weggesteckten Waffen etwas schneller. So, zack. Auswählen. Ein Perk sozusagen. Und wenn ich das schon wieder sehe, also ich habe mir ja auch vor einiger Zeit, oder was heißt einiger Zeit, halt wo das rausgekommen ist, die Bioshock Collection geholt. Noch nicht angezockt, aber erstmal gekauft und jetzt ist die auch schon wieder billiger zu haben, also auch das kann ich euch nur raten, wenn ihr irgendwie euch da jetzt noch nicht so auskennt oder sonst was, wartet immer. Wartet, ey, ohne Scheiß, einfach warten ist die beste Sparmethode. Und wenn es nur eine Woche ist, es ist alles mittlerweile so im Preisrausch, ich glaube, keine Ahnung, ey. Selbst ein Battlefield 1 wird es wahrscheinlich jetzt schon für 40 Euro neu bekommen oder sonst was. Locker. Aber ich konnte nicht warten. Er ist noch ein Kind. Nicht bei Bioshock. Er wird für immer blind sein. Er hat den Tee zu spät gebracht. Ja. Die Belohnung für ein gutes Leben im Einklang mit den sieben Geboten ist das Ende der Existenz. Ich sehe, wie ein Bergwerk ein... Psst! Blutfliegen einen Bettler verschlingen. Eine Katze auf einem Kissen schläft. Sei doch mal ruhig jetzt. Hallo, hallo. Hallo! Ey, nee, lass es lieber. Bevor die Action hier losgeht. Bleiben Sie nur im Kundenbereich, bitte. Okay. Oh oh. Entschuldigung, Entschuldigung. Die Frage ist jetzt... Prinzen und Königinnen kommen und gehen. Doch die Aufseher wachen euer ganzes Leben lang über euch. Bewahren euch vor den Schrecken des Nichts. Und vor der... Berührung des Outsiders. Haltet euch an die sieben Gebote. Wahr ist, dass eine Hexe auf Dunwalls Thron sitzt und der Herzog von Serkonos an ihren Lippen hängt. Wie man überall im Kaiserreich hört, so könnt ihr sicher sein, dass wir dem nachgehen und handeln werden. Rauch wird aufsteigen. Der Dunwall Tower wird in Flammen aufgehen und der Orden wird sich aus der Asche erheben. Ich war schwach. Der Outsider darf mich nicht locken. Bleibt bei jenem Fleisch, das euch vertraut ist. Geflügel, Schafe, oh, das war zu viel des Guten. Aus dem kalten Meer. Doch nichts. Das war zu viel des Guten. Das Fleisch der Ratte kosten, laufen Gefahr für den Rest aller verbleibenden Jahre ins große Nichts zu sinken. Ist die Welt selbst ein bisschen weiter zurück noch. Und jegliche Existenz ausgelöscht wird. Und was ist hier los? Oh fuck, jetzt habe ich den. Jetzt habe ich Alarm ausgelöst. Keine Gespenster. Oder? Ich glaube schon, ja. Ich wollte doch die Runen und so einsammeln. Ja, Alarm. Oder nicht? Ne, das... Oh, okay, alles klar, doch kein Alarm. Alter Schwede. Das ist zu viel für mein kleines Herzchen. Was ist hier denn los? Ist das eine Opiumhöhle oder was? Ein Verbrennungsofen? Verbrennen die hier die Leichen oder wie? Alter. Kommt man da irgendwie wieder zurück? Moment, Moment. Da war schon wieder eine Drohne. Ach, guck mal da unten. Meint ihr, man kann nochmal zurückgehen? Wir
werden mit unseren tugendhaften Handlungen ein helles Feuer entfachen, sodass andere sich nicht verirren. Haben die das schon wieder gehört, oder wie? Wie kommt man da unten an die Runen, Leute? Was meint ihr? Sind es Fenster? Wo bleiben nur unsere Schwestern? Seltsam. Sehr seltsam. Mögen meine Brüder mir Stärke geben. Sind wir nicht eins? Mann, ey. Ich will die Runen da unten haben, Leute. Eine Leiche? Hier? Was? Oh shit. Und was ist hier los? Nein, nein, nein. Ich hab's. Schnell weg hier. Oder ist hier noch mehr? Willst du. Oder hab ich nicht beides mitgenommen? Bitte sag nicht, ich hab nicht beides mitgenommen. Bitte nicht. Aber ich hab beides mitgenommen. Aber hier ist auch noch was. Okay. Ja. Alter Schwede. So. Die Leiche dieses Ketzers ist wichtig. Aber so ganz verstehe ich das alles nicht. Warten wir auf den Vizeaufseher. Wann wollte Burn ein? Was? Wir haben hier einen Notfall. Wo bei den Gefäßen. Nein. Du willst kämpfen in den Augen. Ja! Ja! Nein! Sterb! Kreatur des Nichts! Nein, nicht. Okay, so wollt ihr kämpfen? Alles klar. Pastor, du Wachsen! Fuck! Kommt ja keiner an, dass sie direkt da schon warten an der Fenster. Ich glaube, man kann später auch irgendwie sowas kaufen wie wie nennt man das? So eine Vision halt, so eine. So ein Sichtmodus. Ungeschickte Assassine. Okay, großartig Alarm habe ich jetzt aber auch nicht ausgelöst, nur die beiden halt. Glück gehabt. Ist hier noch mehr oder was? Ey. Da unten. Oh Gott. Ich gehe mal davon aus, dass hier keine Leute mehr sind, wenn die mich nicht gehört haben, wie ich die beiden platt gemacht habe. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen aufrecht da unten. Ist oben auch noch was? Höchstwahrscheinlich ist oben auch noch was. Komm, gucken wir da nochmal kurz. Muss man wahrscheinlich lang, um das andere Artefakt noch zu holen. Oh Mann, ich bin nur auf Artefaktjagd, aber ja gut, das gehört zum Spiel halt dazu. Das gehört halt zum Spiel dazu, Mensch. Was soll ich machen? Manchmal denke ich, die Spieluhren sollten besser in den Enklaven gefertigt werden. Hier zum Beispiel. Stattdessen werden sie nur an wenigen Orten hergestellt und dann verschifft. Unerreichbar für uns. Ziemlich riskant. Oder? Wo bist du?
Das war's very knapp schon wieder. Wo ist der andere? Wie weit ist der andere schon gelaufen? Das ist die Frage jetzt. Komm mit. Okay, der andere hat es, glaube ich, nicht mitbekommen. Oh, Junge, die Folge geht auch schon wieder so lange. Warum machst du das so lange? Das Artefakt hole ich mir noch. Den Boy hole ich noch. Und dann war es das für die Folge. Und dann, ja, wie gesagt, vielleicht so, manchmal so 5 Parts angezockt oder sowas. Hab ich den oben untersucht? Warum nicht? So, was habt ihr hier noch an Cash? Ich meine, das kann nämlich nicht mal automatisch. Ist hier noch jemand oder wie? Ja. Er hat mich nicht gesehen. Was ist das? Ach so. Weil der war sowieso schon nach vorne gebeugt. Seht ihr das? Also, ihr habt euch ja sicherlich selber schon mal vorgebeugt irgendwo. Also, jetzt auch nicht unbedingt um irgendwas. Na, egal. Aber das ist ein bisschen komisch, dass es so geendet ist. Ja, tut mir leid, Kollege. Oh Mann, ey. Scheiße. Tja. Oh. Whee! Was geht? Vizeaufseher Liam Byrne. Das sieht so komisch aus. Das sieht so scheiße komisch aus. Lalalala. Das ist... Ach du Kacke, Alter. Darf man sowas machen? Ah, ich weiß gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie der Code ist. Ups. So. Es wird wahrscheinlich in irgendeinem Dokument drinnen gestanden haben, was wir gefunden haben. Oder steht's hier drin? Nee. Müsste ich nochmal gucken. Ach, guck mal hier. So. Da oben ist auch noch einer gewesen. Ich weiß halt nicht, wann die aufwachen. Einfach durch in der Mitte durchtrennt. Krass. Na gut, egal, Leute. Hier endet das Ganze erstmal. Wir hören uns dann beim nächsten Mal nochmal. Ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Haut rein und tschüss.